Am Deutschen Bauerntag ließ es sich der Verband nicht nehmen, dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt symbolisch den Ball zuzuspielen. Im Interview nahm er Stellung zu den Themen Mindestlohn, Düngeverordnung und Fettkorrektur. Gerade der Mindestlohn erhitzt momentan die Gemüter. Mir geht es darum, dass das praxisnah sein wird für den Obst- und Gemüsebauern beispielsweise, der kurzfristig beschäftigte Saisonarbeiter hat, der dann mit dem Formular E1 Nachweis bekommen muss, dass keine Sozialversicherungspflicht entsteht. Später entsteht sie doch, er muss sie bezahlen. Dass wir über die Frage von Berechnung von Lohn und von den Stellschrauben, die wir im Sinne einer wirtschaftlichen, vernünftigen Betrachtung zur Verfügung haben, dass wir an denen noch drehen. Und wie steht der Minister zur Fettkorrektur? Ich halte es für politisch richtig, wenn wir die Superabgabe erhöhen, abnehmen müssen oder erheben, Entschuldigung, dass wir dann sie mindestens durch die Fettkorrektur in einen erträglichen Rahmen schaffen. Das ist übrigens nichts gegen Rechtsstaatlichkeit im Sinne dessen, dass man sagt, jetzt habe ich die Quote und die Quote, wieso sollen die, die mehr liefern, dafür noch belohnt werden. Es geht darum, dass wir ja dann zum Zeitpunkt der Abrechnung bereits im offenen Markt sind und wir reden jetzt über einen Übergang. Wir reden jetzt nicht über Durchadministrieren. Das ist der entscheidende Punkt. Ich bin nur begrenzt optimistisch, dass das gelingt. Aber ich wäre für die Interessen der deutschen Milcherzeuger weiterkämpfen. Stichwort Düngeverordnung. Wie geht es hiermit weiter? Ich hätte gerne, dass die Bundesländer bereits jetzt dann auch signalisieren, wo sie bereit sind mitzugehen und wo nicht. Deswegen habe ich eine Arbeitsgruppe von je zwei Ministern aus SPD-Ministern, zwei Unionsminister und zwei grüne Ministerinnen und Minister gebeten, sich an der Ausarbeitung der Konzeption zu beteiligen. Dies findet gegenwärtig bereits statt. Wir müssen bei der Düngeverordnung allerdings auch darüber reden, ob wir über Anreizprogramme begleitend das eine oder andere im Düngemanagement, im Güllemanagement mitmachen müssen. Das sind Dinge, die ich auch gegenwärtig erarbeiten lasse. Zu allerletzt stellte der Minister noch sein Kickertalent unter Beweis.